Willkommen auf TZ! Dos, dos, muchachos. Wir sind sehr gebrochen gestern, also was haben wir denn hier erzählt? Willkommen! Ist Deutschland rausgeflogen, rede mal besser darüber. Aber damit wir unsere Laune wieder nach oben treiben, haben wir uns gedacht, wir fahren heute, wir sind hier beim Globus zum Lottoladen und kaufen uns für 1000 Euro Rubbellose und gucken, was bekommt man aus 1000 Euro Rubbellose. Das ist heute der Plan. Ich denke, da werden viel heiße Siebener dabei sein. Wenn wir Millionäre, 100.000 räumen wir das ab. Wenn es gut läuft, Jungs, wichtig ist halt auf jeden Fall, macht es definitiv nicht nach, ne? Weil wir wissen jetzt das Ergebnis. Es ist Glücksspiel. Es ist Glücksspiel. Man verliert immer nur. Ihr wisst, Freunde, wir machen das aus reiner Unterhaltung. Und falls ihr uns, das ist ja auch zur Aufklärung. Falls ihr uns nach diesem Vlog nicht mehr bei Twitch seht, dann haben wir abgeräumt, dann haben wir die heiße Siebel freigerubbelt. Ja, aber ich überleg mal gerade, Digga, weißt du, wie viele Rubbellose das sind? Ja, ist krass, ne? Wahrscheinlich kaufen wir jetzt den ganzen Stand da drin, ne? Kann passieren, wir gucken mal, was wir haben. Ich würde sagen, was ist, aber super, was machen wir dann, wenn Günni und Harry kommen, wollen auch noch Rubbellose? Die das jeden Freitag so machen? Da haben wir keine. Gehen die rutschen. Weil wir alles haben. Ja, gehen die rutschen. Wir gehen mal gucken, was es im Angebot gibt. Ich denke, wir machen einen schönen Mix auch. Ja. Ich glaube, es gibt da sogar auch Rubbellose, die kosten den Zehner. Wir gucken uns das an. Ein paar Glücksschweinchen mit dazu. Boah, wie geil wäre die Rente jetzt. Auf geht's. Die gar nicht mehr so, dass es so wie auf so Rubbellos, also auf so Rolle. Teile sind. Nee, das ist ein Minute. Ah. Ah, hier Diamant, hier Diamant. Ja. Die da sind's, ne? Die gern können sie uns nur für. Die werden's hier, Freunde, die da. Die sind's, Diamant. Ja. Timo dachte, das sind 36 Millionen, das sind 36.000. Ich habe noch nie so eine große Zahl gesehen, deswegen habe ich gedacht, dass. Na gut, dein Konto zeigt das gerne anderen. Nee, das unter dem. Deswegen schon gerade 1 Million. Gewinne bis zu 1 Million, gewinnst du 36 Millionen. Freunde, Timo, der Rest sind 36 Millionen. Das, aber das ist ich überall dachte, das hier so mit dieser Kommasetzung. Ja. Ist echt hier ein bisschen eklig. Aber wir können auch in die Rente gehen. Ja, super. Ja, weil hier haben wir es gerade gesehen, ne? Hier ist das Komma anders da gesetzt. Ja, ja. Die haben wir jetzt, die haben wir jetzt, die haben wir jetzt. Und dann nehmen wir noch ein paar heiße 7 damit, oder? Die Frau macht gerade einen Stapel heiße 7 damit. Sehr gut, sehr gut. So, 1000 Euro. Okay, Rubbellose. Da liegen die gute Dinger. Okay, Freunde, wir haben für 1000 Euro Rubbellose geholt. Warte, ob man noch hier den Beweis, dass man, ich weiß nicht, ich mach das mal weg, dass man hier nichts sieht. Ich hab jetzt nicht so viel gefilmt, weil die Dame oder bei dem Lottolade möchten hier nicht so gefilmt werden. Da war noch ein sehr, sehr freundlicher alter Mann, der war 90. Und was hat er uns wieder für eine Weisheit mitgegeben fürs Leben? Er sagt, scheiß aufs Geld. Er ist 90 Jahre, das ist viel ungesund. Ja. Das ist viel wichtiger, wie die 36 Millionen Gewinn wiederholen. Komm mal rück, ich muss mir noch was holen. Ich brauch hier was. Ich darf nie fehlen zu gute Rubbellose. Ein schönes Lachsbrot. So, Freunde, hier werden noch Insta-Stories hinten gemacht. Wir haben jetzt die Rubbellose. Wir fahren jetzt ins Studio. Da wird das ganze Ding jetzt aufgemacht. Ich habe mir noch ein paar Lachsbrötchen geholt. Ganz wichtig, damit rubbelt es sich besser. Also, ich bin jetzt mal jetzt Pfeilchen am machen, weil das dauert nicht lang. Ich bin wirklich mal gespannt. Klapp mal aus. Allein die hier. Alter, wie glänzen sie schön. Wir halten hier den ganzen Verkehr auf. Ich bin wirklich mal gespannt. Warum ist es eigentlich so? Was da für ein Sieg raus? Ja, aber warum ist es eigentlich so, dass gefühlt Rentner, man wird immer angeklatscht von denen. Warum haben die denn nie Zeit? Ich weiß es nicht, hinter warum mir. Warum haben die nie Zeit? Ganz ehrlich, hinter mir lief auch eine. Boah, und beim Bäcker, ich sage euch ehrlich, beim Bäcker, die Rentner sind das Schlimmste. Die drängeln sich immer vor und können nicht abwarten. Das ist gerade eine geile Idee. Digga, Achtung, die fliegen weg. Sagt der Verlierer. Alter, was ist das denn? Nee, das, wir können es gar nicht aus. Geht gar nicht. Wie sind denn da? Das sind ja immer zwei, ne? Ich mach wieder zusammen. Ja. War eine scheiß Idee. Was ist das? War nicht gut, ne? Nee, sie gehen noch raus an den Steuerberater, wenn du mir damit kommst, wir können das nicht absetzen. Das ist rein für ein Video. Privat hätten wir uns hier nicht gekauft. Es wird also abgesetzt. Ich würde privat niemals versuchen, in die Rente zu gehen. Ne? Niemals, würde ich Rubbellose aufmachen. Das ist alles viel zu sehr Spaß. Was für ein Berg. Alter, ganz ehrlich, heute Abend im Stream, wir können kein FIFA mehr spielen, weil wir schmerzende Finger vom Rubbel. Aber ich sag dir ehrlich, ich brauche ein Glückssensor. Gib jetzt mal bitte eine kurze Tendenz ab. Sagst du, wir gehen mit Plus oder wir gehen mit Minus? Ich sag, aus 1000 Euro kommen 500 Euro raus. Das ist meine Tendenz. Meine Tendenz ist auch, dass ich sage, wir machen auf jeden Fall Minus. Ja, machen safe Minus. Ich sag, es ist die Hälfte knapp, wo wir Minus machen. Hälfte finde ich sogar ein guter Call, aber weil du schon die Hälfte hast, gehe ich jetzt auf 700. 700 ist auch gut. Aber ich auch erst so 750, weil ich weiß, ich hatte als mal so zu hier in der Weihnachtszeit so ein Adventskalender, Rubbellos Adventskalender. Ja. Und da hast du halt, der Adventskalender hat 20 Euro gekostet und du hast immer so 10 Euro oder 15 Euro rausgekriegt. Die Schlawinas. Ja, aber also wie kann das sein, Digga? Denkst du, das ist gesteuert? Ich glaube, da ist ein bisschen EA-Manipulation. Oder denkst du wirklich, die Dinger werden gedruckt, verpackt und dann. Nein, nein, natürlich nicht. Es ist, Digga, es ist bei jedem Glücksspiel, ob das ein Automat ist, ob das irgendwas ist, da ist immer ein Algorithmus, eine Mechanik hinten dran. Immer. Es geht gar nicht anders. Gut, man muss ja sagen, ja.
okay, dann ist vielleicht. Du kannst halt die 36 Millionen gibt's einmal. Die gibt's einmal. Du kannst sie dribbeln natürlich. Du kannst sie dribbeln. Wie beim Automaten. Wie machen wir das jetzt eigentlich? Du wirst, also ich sag dir, wie es ist. Wenn ich da sitze jetzt und rubbel die 36 Millionen frei, Digga, ich bin schneller weg, als du gucken kannst, ne? Wenn ich die frei rubbel, dann sage ich, ey, ich muss kurz kacken und dann hörst du ohne. Bin ich weg. Rat mal, Digga, warum ich der schlauste Mensch der Welt bin. Hä? Schlau im Leben. Warum hab ich heute gesagt, ich fahre? Ah, du Wichser. Wer ist denn ohne Auto heute egal, am Studio ich, von ich uns bin, beiden? Ich bin zu Fuß, bin ich schnell und kann wie ein Hase durch die ganze durch die ganze Häuser hier rennen. Du kriegst dich niemals mehr. Soll ich dir sagen, was der RSQ8 machen würde? Er würde einfach drüber fahren. Er würde einfach durchfahren. Ich hab mir nämlich, jetzt, was ich gemacht habe, da hinten wartet ein Fahrer den ganzen Tag. Der holt mich, der ladet mich ein. Ist er dann da? Ja. Und angenommen, guck mal, angenommen, du machst jetzt einen Haken nach rechts, ne? Ich zieh hier durch. Zum Beispiel, ja. Geh ich hier hoch. Ja, was machst du, wenn ich dann durch die Autos da? Du kannst sie ja nicht wegschieben. Ja doch, ich will aber drüber fahren. Ja, was bringt dir das? Ich laufe, ich renne ja, ich mach da zickzack. Und da hinten wartet der Harry, mein Fahrer. Harry, fahr den Wagen vor. Das ist Quattro Formaggi, der schiebt sich da durch. So, alles klar, wir sind in unserem Studio beim Rubbeln. Ja, bin mal gespannt, ob wir danach halt noch Freunde sind, ne? Oder was passiert, ne? Wenn wir nichts gewinnen, sind wir noch Freunde. Wenn wir was gewinnen, dann nicht mehr. So einfach läuft das. So, hier wird erstmal Scheiße. Ja, hier wird erstmal gewurstet jetzt vom Rubbellosen machen. Da läuft Shisha, da läuft der Saft des Morgens durch in der besten Tasse VfB, obwohl ich euch ehrlich sage, aktuell VfB, Mislint hat raus, ihr seid scheiße, ich sag's euch wie es ist, ihr seid scheiße. World Cup, World Cup, World Cup. So, wir fangen mit der heißen 7 an, das ist die günstigste Variante. Ich glaube, wir gucken jetzt erstmal noch, was wir überhaupt alles haben. Genau. Ne? Die heiße 7, die hier. Was kann man hier gewinnen? 20.000 Euro. Finde sie eine 7, okay. 16 Mal kannst du 20.000 gewinnen, dann ist halt hier so die Staffelung, ne? Kann man irgendwie vielleicht so ein bisschen einblenden, ne? 16 Mal, also das höchste ist hier 20.000. Dann haben wir, glaube ich, als nächstes die goldene 7. Goldene 7 kostet einen 5er, die hier kosten einen 2er. Goldene 5 können wir schon bis 100.000 gewinnen. Ja. Ist bei der goldene 7 drin. Was haben wir als nächstes? Die müssen bei dir liegen. Das sind die hier, die 7 Platin. Was kostet 7 Platin? Kostet ein 10er das Los, also das ist schon knackig, ne? Und da können wir aber 6 mal 500.000 gewinnen, ist das höchste. Ist halt natürlich gestaffelt, gibt dann noch 2 129 mal 10 Euro, ne? Sind die hier. Und dann haben wir die Jackpot-Variante, für die ich maßlos in dem Laden da ausgelacht wurde. 4 mal 1 Million. 4 mal halt 7, gewinne bis zu 1 Million, kostet aber ein Los 100k-Pack, also 20 Euro. Das ist krass. 20 Euro. Das heißt, wir haben 2, 5, 10 und wir 20. Können den Jungs hier mal zeigen, was man hinten so gewinnen kann. Sieht man das so? Wird's hier also wir fangen hier mit der heißen 7 an. Ja, die wird jetzt erstmal knackig, ne? Da seht ihr, was man gewinnen kann. Und man braucht eine 7 und dann ist der nebenstehende Betrag uns, ne? Gut, dann würde ich sagen, gib mir mal so ein halbes Stapel rüber. Also Jungs, ihr werdet dann wahrscheinlich auch viel Zeitraffer sehen, weil ich denke, das dauert jetzt bestimmt mal locker eine Stunde oder so. Dann würde ich sagen, rubbeln wir mal los, ne? Genau, also meins wurde schon zerrissen. Also ich habe 7. Ich hab die 7. Du hast die 7, okay? Ich hab nur leider eine 8. Ich hab noch eine 7. Hä? Finden Sie eine 7, ist die nebenstehende Betrag gewonnen. Ah, du musst die Show des noch aufrubbeln. Denkst du, da steht jetzt nichts? Ja, aber 7 ist ja schon mal gewonnen, oder? Ja. Oder verstehst du falsch? Ja, was für ein Betrag steht denn? Dann ist schon mal gewonnen. Gucken wir uns jetzt an. Dann ist ja schon mal gewonnen. 2 Euro? 4 Euro? Stark, das ist die erste 4 Euro im Pott. Also ist das erste Mau Los 4 Euro. Ist hier gewonnen. Ich hatte aber auch schon ein bisschen hier Probleme beim Rubbeln, weil meins zerrissen wurde. Ich habe eine 7. Machen wir hier den Gewinnerstapel. Hier ja, dann leg doch deinen Gewinnerstapel zu dir. Ja, Gewinnerstapel ist bei mir. Ich habe noch eine 7. Alter, wie viel 7er hab? Was ist denn das? 3 7er. Digga, was ist denn das? 1, 2, 3, 4. Ich habe 5 7er. Oh fuck, Digga, der Shepard. Jetzt wird spannend. Ich mach's schön. 2 Euro. 2 Euro. Was war hier der Max? Hol die 20. 2 Euro, ich bin schon bei 6. 8. Der obere zählt jetzt. Rubbel ich alles los? Nee, muss ich doch gar nicht. Ne? Okay, aber gut. Ein 10er rausgeholt, Mann, ne? Alter, guck mal, warum stand denn der Betrag an dem dran? Oh, Tausender. Wow, Niete. Wo, Niete schmeißt einfach auf den Boden, oder? Ich hab wieder ein 2er. Ja, 2er. Meine Güte. 4 Euro. 4 Euro los. Man holt oft seinen Einsatz zurück. Was, ich habe auch wieder eine. Digga, bei mir kommen die gerade auf. Oh, 4 Euro Gewinn. Stark. Und sein höchster Gewinn heute? Ja, ich bin ab hier auch wieder eine 7. Junge, wie viel Matzi ich hier 2 Euro? 4 Euro los ist das hier. Ich habe bis jetzt Rekord, ne? Ja. Einmal 4 Euro bei einer 7. Klar, ne? Na, Alter, guck dir das an. Rubbel ist doch gar nicht frei. Doch, einer runter 20.000. Oh, 8 Euro. Rekord. 8 Euro ist der Rekord. Aber insgesamt ist es ein 10er los. Sehr schön.
7 meldet sich an. Richtig. 10! Maschine! Sehr schön! Sehr schön! Höchster Gewinn! Sehr schön! Gewinner, Gewinner, Gewinner! Dann war's. Null Nummer. Heißt 7, das sind durch. Rechnen wir kurz zusammen. 34, 38 müssten das sein. Ah, nee, hier oben sind nochmal. 40 Euro, genau. 40 Euro. Ja, wenn ich mir verrechnet habe. Okay, Jungs. Simao hat 40 Euro bei wie viel Gewinnlose? 10. 10 Gewinnlose. Ja. Dann habe ich zu bieten 2 Euro, 48 Euro. 48, aber ich glaube, du hast da auch mehr Gewinnlose, oder? Was 48 und du hast 40. Ja. Das heißt, wir haben jetzt nach Adams Riese, wie war dich? 48, 48, warte, ich hol mal die Tabelle hatten raus. Hatten wir 88 Euro. Wir hatten 100 heiße Siebener, davon waren 23 Gewinnlose. Das sind 88 Euro Gewinn und wir haben ausgegeben 200 Euro für die heiße Siebener. Also hatten wir 23 Gewinnlose, sind ja. 77 Nieten. Ja. Okay, 200 Euro Einsatz, Gewinn 88. Genau. Sind wir auf jeden Fall dick im Minus. Dick im Minus. Bei den anderen machen wir das jetzt eh besser. Die teilen wir jetzt, die reißen wir erstmal auseinander und tun sie dann auch genau auf. Erstmal die goldene 7 sind es jetzt. Das sind ne? die schlechtere, ja. ja. Jetzt kommen die goldene 7. Hier könnt ihr es auch nochmal schön sehen. Die goldene 7 kostet einen Fünfer und hier haben wir 10 mal die Chance auf 100.000, 20 mal die Chance auf 10.000, 400 mal auf 1.000, 1.600 auf 500 und dann abwärts. Finden Sie eine 7, ist der Betrag daneben Ihr Gewinn. Wir haben 40 Lose, jeder hat 20, ich würde sagen, wir rubbeln los. So Jungs, die Bau beginnt. Ich rubbel. Good luck, Bro. Niete. Also eigentlich würde ich mir hier einen Clown wünschen, ne? Der wäre geil. Niete. Ich glaube, die wäre schon ein bisschen schwieriger. Niete. Ja, das ist natürlich jetzt ne mit steigender Tendenz nach oben. Dann hau ich meine auf. Ich glaube, wir können ja beide. Oh! Hast du schon? Oh! Ein Clown? 7. Junge, ich habe nur Nieten. Was soll die Scheiße? Die 7 ist gefallen, Jungs. Das schwächste Los bringt jetzt hier einen Fünfer. Refinanziert sich also quasi wieder. 10 Euro! Stark! 10 Euro! Stark, 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 stark! Eingetütet! Stark! 7! 7! Mach den Clown, mach den Clown! Fünferle, Scheiße! Nimm mal mit, aber nimm mal mit! 7! Richtig! 7! Ich hab auch eine, der wir jetzt nacheinander. Warte mal, ich mach erstmal hier alles frei. Okay, wer macht zuerst? So. Du musst zuerst, du hast zuerst angemeldet. Komm schon, bitte! Oh! Ich hab ne Null hinten. Ich hab ne Null hinten. Das könnte ein 10er, dann 20er sein. Oder wir gehen ganz nach oben. Sag mal her, wo steht denn die Null? 10er? Das ist eine große Null. Das ist eine große, da ist auch Potenzial, ne? Ja. Das ist ein 10er. Ein 10erle. Achtung, Euro-Symbol. Ein Fünfer, du Arsch. 10erle wieder. Ich krieg noch Fünfer. Oh, 7! Mach die 7 erstmal, man muss ja auch mal ganz frei machen. Digga, immer diese Fünfer, was hab ich denn mit den Fünfern? Ey, das gibt's ja nicht, ich hab kranke Durchstrecke gerade. Gib mir einen Clown! Bitte. Oh! Goldbarren! 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 Auf geht's, Goldbarren! Auf geht's! Zeig ihn mir. Goldbarren! Verdoppelt, verdoppelt. Goldbarren verdoppelt. Bitte keine 5. 1000, bitte 1000. Bitte keine 5. Ich muss hier gucken. Ah. Mein 7. Doppel 7. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, Simao. 3! 3 Siebener! Die mache ich jetzt ganz fein sauber erstmal. Komm, Simao. Sehe ich schon. Gehst du von vorne? Das ist ein Fünfer, Digga. Ja, das ist ein 3-5er. Mach dir nichts draus. Kopf hoch. Digga, ja, warte. 3-5er, nimmst du mit. Ach, ihr Schweine. Digga, ihr Schweine. War das dein letztes? Ihr Schweine, ja. 7. Wichtig. 7. Wichtig. 10er. Wichtig. 10er. Wichtig. Alter, ein 20 ist gut. Ein 20 ist stabil. Der ist wichtig für unsere Bilanz am Ende. Ein 20 ist stabil. 30 Euro. Ja. Boah, wir gehen mit dick Minus aus der Karre raus. Simao mit 30 Euro. Ganz schlecht. Hier haben wir 20 Euro, 25 Euro, doppelt. Ja. 35 Euro, 40 Euro, 45, 55 Taler. Also, wir können jetzt sagen, bei der heißen Siebener war uns, haben wir 44% von unserem Einsatz wieder zurückgeholt. Ja. Mit goldener 7 waren es so 42,5%. 85 Euro Gewinn, 200 Euro ausgegeben. Ah, das ist krass. Waren aber halt auch nur 10 Gewinnlose. Wir haben jetzt halt wirklich auch teilweise schon ne, 400 ausgegeben und sind jetzt so bei Pi mal Daumen, ja, bei 160. Also ja, fast ne, die Hälfte haben wir schon Minus, ne, so ein bisschen überschlagen. Wir kommen jetzt zur Platin 7. Mhm. Kann man auch hier nochmal sehr schön gut erkennen. Platin 7 kostet ein Los 10 Euro. Gewinne bis zu 500.000 Euro. Die hätte ich gern. Die sind 6 mal drin. 18 mal sind die 25.000, 400 mal die 1.000, dann wieder gestaffelt nach unten. Könnten wir jetzt nicht auch mal einfach die 2,129 Millionen ist
also 2 Millionen 129.000 ist die 10 drin. Ja. Hier steht, finden Sie eine 7, ist der Betrag daneben Ihr Gewinn. Das Glückssymbol, der Stern, verzehnfacht den nebenstehenden Betrag. Bei einem Geldbündel haben Sie alle 20 Beträge gewonnen. Also Geldbündel brauchen wir. Bei Auflage der Serie beträgt die Wahrscheinlichkeit auf den Gewinn von 500.000 1 zu 2 Millionen. Vorhin hatten wir, glaube ich, 1 zu 1,2 Millionen auf den 100.000er Gewinn. Und hier haben wir und über alle Gewinnklassen dieser Serie 1 zu 3,333. Das heißt, jedes dritte Los müsste ein Gewinn dabei sein. Sagst du, wir haben eins und eine 6, wo die 500.000 drin sind hier jetzt liegen? Ich bete zu Gott, dass es so ist. Weiß ich auch nicht. Okay, teil die Dinger auf. 15 so. Stück für jeden. 15 Stück für jeden. Ich starte rein. Starte du rein. In die Runde. Also ich brauche die 7. Am besten. Stern oder am besten Geldbündel. Ich starte mit einer 7 ins Opening. Es ist nur eine 7 drin. So. Ist es die für 500.000? Ist der wichtig für die Bilanz? Digga, 200! Ist der wichtig! Alter, wie geil! Achtung, ich gebe kurz wieder. Die 200 ist sogar nur 24.600 Mal drin. Ah, hier seht ihr auch, das haben wir nie gelesen. Die Gesamtauflage besteht aus 12 Millionen Losen. 12 Millionen Losen und Simon ist einer von 24.600. Da ist er doch. Junge, ist die wichtig für unsere Bilanz? Digga, wie stark. Also 200 Euro ist krass. Sag ich dir ehrlich. Stell dir mal vor, du gehst Ding, holst dir das eine Ding von 20 und kriegst 200 Euro raus. Hast du nur 10er? 10er, sorry, Entschuldigung. Okay, weiter geht's, oder? Wir sind ja eigentlich noch... 7. Richtig. 7. Geil. Was ist der kleinste? 10er ist der kleinste, ne? Komm, das sind bitte keine 2 Zehner. Komm, 2 Stück sind, glaube ich, immer gefährlich, oder? Ja, würde ich auch fast sagen. Vielleicht ist es aber auch zweimal die 500.000. 10er? Ja. Ah. Das wird auch noch ein 10er, sage ich. Ja, ja, ja. 10er, ja. Egal, 20 Euro. Nimmt man mit. 2 sind halt echt gefährlich. Ja, 2 sage ich auch, sind gefährlich. Gefühlstechnisch, 2 Manite. Ja, aber geiler, ich sag dir, also gefühlstechnisch sind die geiler wie die goldenen 7, fand ich bis jetzt am schwächsten. 7, ich melde eine 7 an. Du hast jetzt, Alter, die nächste Stufe wäre ein Taui, sind wir auch. Ja, aber es ist zu weit weg. Ja, die 10er doch. Die 10er da wieder. Scheiße. Okay. 7 melde ich an. Richtig. Ich hoffe, es bleibt bei der 1. Noch eine? 2 7er. Da ist meine Prediction 2 10er lass. 10er? Also machst du schon so schnell auf. 10er? Ja, weil ich wusste, die ist nix. Ja. Das hier ist ein 1000er. Das wäre krass. Du musst ja jetzt aber da schon zu sehen sein. 10er zwischen drin. Die Arschgeigen. Die Arschgeigen. Digga, was ist da los? Junge, wir haben direkt mit einem 200er angefangen. Oh, das ist eine 7. Warum sagst du nichts? Eine 7 allein sogar. Wollen sie das Ding unterschlagen oder was? Komm, bitte. Komm! Da vorne darf nicht zu wenig stehen. Rufe das Ding auf. Ja, vorne steht schon wieder nichts mehr. Oh, da kommt eine 2. Da kommt eine 2. Ich sage, es ist ein 20, oder? Ja, nochmal 200 Euro wenn big. 20. Ja, ist stark, aber der ist stark. Also bei mir kam ja schon seit Jahrtausenden jetzt gerade nichts mehr. Schon wieder nur Niete. Ja. Gut, das ist ein 200er, ne? Ja, toll. Du hast, glaube ich, 2 Gewinnlose, ne? 7. Alter. Alter, die 7 auf der 1. Ich wusste, da ist die was. Die 7 auf der 1. Oh nein. 10er. Egal, war aber nochmal wichtig. War mal ein guter Call eigentlich in Ober. So, Jungs, ich habe 80 Gewinn gemacht. Simon mit seinem Ruppelos geisteskrank, 240. Entspricht 9 Gewinnlose von 30. Das kommt ja auch hin. Ja. Wenn du mal guckst, da steht drauf, was jedes war das dritte. 7, musst du eintragen. Ja, jedes dritte Los gewinnt gefühlt, ne? Ja. 1,333, ne? Das sind 9, 18, 27. Also haben wir da echt einen guten Schnitt abgefahren. Der 200er war wichtig. Das entspricht, hier gehen wir sogar mit 6% plus gehen wir raus. Ja, nehmen wir mit. So, Freunde, wir haben kurz ein Zwischenfazit. Wir haben jetzt nur noch die Diamanten-7er, oder wie die heißen. Wie heißen sie genau? Diamond. Also, kurzer Zwischenstand. Timo hat insgesamt 183 Euro errubbelt. Sehr schön. Ich habe 310 Euro errubbelt. Ich war eigentlich immer hinten dran, aber die 200 Euro waren halt big. Die haben gepusht. Insgesamt haben wir 493 Euro gewonnen, aber auch 700 Euro ausgegeben. Ja, also, jetzt entscheidet sich nochmal, wie nah wir da dran kommen. Also, aktuell sind wir, also haben wir 30% Verlust, kann man sagen. Ja. Von unserem Einsatz. Ne? Ja. Wir haben Stand jetzt ohne die hier 700 Euro ausgegeben, haben 493 gewonnen, entspricht 70,42 irgendwas, 70,5%. Haben wir wieder reingeholt. Die hier quasi
entscheiden jetzt, was jetzt passiert. Und das hier, meine Damen und Herren, sind die Banger. Da kostet eins, kostet einfach ein 20. Simon kann sich schon mal auseinander machen. Ich stelle, ja, so sehen die Lose aus. Die Lose sagen uns, sehen vielversprechend aus, ne? Viel, viel Glitzer. Hier steht zum Beispiel theoretische Chance auf den Spitzengewinn 1 zu 750.000. Sehr, sehr verlockend. Dann haben wir eine extra Chance. Finden Sie eine 7 in dem Diamant, so wie hier abgebildet. Müsstet ihr sehen, ja. Haben Sie 50 Euro schon gewonnen? Finden Sie eine 7, ist der Betrag daneben Ihr Gewinn. Finden Sie eine Doppel-7, also die 77, haben Sie den daneben stehenden Betrag zweimal gewonnen. Okay, geil. Auch sehr geil. Hier ist es jetzt sehr interessant, könnt ihr ja lesen. Viermal die 1 Million, viermal 50.000, 250 mal die 1.000. Hier ist natürlich alles schon sehr, sehr geringer, ne? Also hier gibt es auch gar nicht so viel Lose, glaube ich. Die Gesamtauflage besteht aus 3 Millionen Lose mit folgenden Gewinnen, habe ich euch gerade gezeigt. Die Spielregeln. Proben Sie die Felder mit den Diamanten frei. Finden Sie eine 7, ist der Betrag, den Sie gewinnen, haben wir eben schon gehabt. Extra Chance. Proben Sie das Feld mit den Diamanten und der Aufschrift Extra Chance frei. Finden Sie eine 1 Million gewonnen. Ja, was haben wir hier noch? Bei Auflage selber beträgt die Wahrscheinlichkeit auf den Gewinn 1 Million 1 zu 750.000. Hier für uns. Für den Max-Gewinn rauszuholen, aktuell die beste Lage, ne? Simon teilt auf, dann gehen wir rein. Wir haben 15 Lose davon. Geht nicht ganz auf, jeder hat 7, der bessere von diesen Lose. Wer mehr Luck hatte, kriegt natürlich auch das Bonus, ne? Genau, legen wir hier weg. Und dann würde ich sagen, wer opens? Ich opens, oder? Ich hatte voll gut. Open, Junge. Also. 25, 22, 23, 20 Euro. Null. Du hast eben da begonnen, ne? Ich beginne dann hier unten. 7! Richtig. Ihr müsst euch mal vorstellen, wenn ich das jetzt vielleicht, wenn ich jetzt eines Lack gut, hab, eines wenn gut. Jetzt ein bisschen Lack, eines gut. Dann ist das vielleicht die 1 Million Euro. Dann ist das vielleicht die 1 Million Euro steuerfrei. Was ist das Kleinste? 20 Euro ist das Geringste. Bitte keine 20 Euro. Ich bin gierig. Hallo, ich seh nix. Boah, da kommt lange nix. 20 Euro. Ne? Die 4. 40 Euro war geil. Ist es 40? Ja, 40 muss es sein. Ja, 40 Euro. 40 Euro. Ja, ist okay. Das heißt, Stand jetzt, 2 Lose aufgemacht, 40 bezahlt, 40 reingeholt. Mach Top keine Simon, Scheiße. Bitte. Du bist aktuell der für den Big Puller, ne? Du hast den Big Puller. Warum machst du denselbe Fehler wieder? Ja, ich... Beginn's wieder oben. Ach nee. Mip, 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 mip. Was wäre das eigentlich für ein krankes Video? Zuschauer, wenn wir einfach hier mit euch die 1 Million freirubbeln, wie krank wäre denn das? Wenn wir nie hochladen, dass es sofort der Stande mitkriegt. Oh nein! Rutschegange. Och nee. Bis jetzt, ganz ehrlich, die Diamanten, die andere haben mir am besten gefallen, die Platin 7. Ja, das war die beste. Ja, man hat dich zum Bull geholt, hast du Wichser. Auf geht's! Ja! 77! Yes! Lest dir den Zuschauern nochmal vor, was die Doppel-7 bedeutet. Finden Sie eine 77, haben Sie den daneben stehenden Betrag zweimal gewonnen. Das gibt eine 10. Da kommt lange nichts. 20, mit 20 muss es ja mindestens sein. Kommt eine 2. Boah, 200. Gibt es eine 200? Ja. Das ist eine 20. Passen da 2 Nuller dazwischen rein? Nein. Denkst du, es ist eine? Ja, es ist eine. Und es steht darauf schon die 20. Ach. Egal, 40 Taler. Ich muss jetzt echt mal was Neues einfallen lassen. Ja, ich mache ja gerade eine neue Taktik. Es ist zu wenig, Simon! Ich glaube, jetzt gibt's einen Einschlag. Jetzt gibt's einen Einschlag. Ich spüre den. Ich spüre den Einschlag. Einschlag, ich spüre die Hände. Ich spüre die Hände. Spürst du die Hände auch? Ach Mann! Simon! Zwanninger. Zwanninger. Boah, die reißen uns so ein Loch in die Kasse, die Dinger. Digga, die sind ja bodenlos. Der letzte. Sieben. Bitte. Komm, das ist er jetzt. Wehe, wehe, dieses Scheißding gibt mir 20. Mach's kurz und schmerzlos. 20. Ach, du Drecksack. So, Jungs, Fazit von Diamant. Wir haben reingeholt 140, haben dafür 300 bezahlt. Wir bewegen uns die ganze Zeit irgendwo so bei dem Schnitt echt immer so zwischen 40 und 50. Ja. Man ist immer unten drunter. Das heißt auch, wir haben insgesamt 1.000 Euro ausgegeben, haben 633 reingeholt. Nach Adams Riese sind es 63%. Meine 500 Euro gar nicht so schlecht. Ja, ich war bei 750. Ja, ne? Ja, irgendwas da drin war das auch. Ne? Sind wir genau in der Mitte. Bisschen ernüchternd, sag ich dir ehrlich. Ich bin auch ein bisschen, ne? Wenn man bisschen enttäuscht. Jetzt, wenn man das jetzt, wie gesagt, zusammenrechnet, ne? Ist das unser Gewinnstapel. Wir haben insgesamt 367
Minus gemacht, Gewinnstapel, aber ihr könnt einen Daumen nach oben da lassen. Könnten wir die eigentlich ausbezahlt? Ja. Könnten wir vielleicht auch nochmal, wie gesagt, wenn ihr das Video feiert so, könnten wir vielleicht refinanzieren. Ja. Das heißt, direkt wieder reingehen, noch ein Video darüber machen, könnt ihr gerne schreiben, ob ihr da Bock drauf habt oder nicht. Das ist der Stand der Dinge. Denkt auch immer, wie gesagt, dran, das Video dient zur Unterhaltung. Hier hinten steht es auch nochmal echt drauf. Spielteilnahme ab 18, Glücksspiel kann süchtig machen, Rat und Hilfe unter www.lotto.de, Infotelefon 0800 137 2700, kostenlos. Und anonym. Schweine schwimmen. Übertreibt es nicht, Jungs. Haut's da rein. Ciao, ciao. Ciao.